Ich bin Patrick Gehring, bin 27, spiele seit 9 Jahren bei der ZSC Lions in der ersten Mannschaft und habe mein ganzes Leben beim ZSC oder der ZSC Lions verbracht. Ich bin eigentlich durch meinen Vater auf sein Hockey gekommen, weil er ist seit Jahren ist er immer ein Fan gsi. Auch jetzt mal, wo der ZSC jetzt mal noch wirklich eine Liftmannschaft war und auf, abgestiegen ist und so weiter und so fort. Und dann irgendwie hat er mich mal an ein Spiel mitgenommen. Und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte doch das auch machen. Und dann wenig später bin ich in der Hockeyschule und ja, da in der Eishalle das erste Mal auf dem Eis gestanden. Ich glaube, Schamringen hat lange den Ruf gehabt, dass irgendwie ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, so fast das Ghetto sein von Zürich. Aber ich glaube, es ist ein mega schönes Örtchen, hat einen guten Anschluss zum Zentrum von der Stadt Zürich. Ist aber auch recht schnell irgendwo im Grünen, irgendwo im Wald, im Zürichberg. Und ich glaube, kulturell hat es eigentlich auch viel zu bieten. Jetzt nicht unbedingt, was Institutionen anbelangt, aber ich meine, es ist ein grosses Zusammensein von verschiedenen Nationen. Es ist Multikulti und ja, aufgewachsen bin ich, glaube ich, in einem guten Umfeld. Ich meine, wir haben immer zusammen geknebelt mal noch auf den Pausenplätzen und so. Und ich glaube, es war auch immer eine grosse Hochburg, was ZSC anbelangt. Er hat sicher eine grosse Verbundenheit zu dem Club. Er ist ein Zürcher, ist hier geboren, ist hier aufgewachsen. Und von dem her, ja, können Sie anders sagen, wohin sollen sie spielen innerhalb der Schweiz. Ich finde, er ist hier in einem Verein, der normal läuft, spielt der Verein um den Titel mit. Sportlich kann man sich glaube ich, nicht gross verbessern. Und ja, er ist. Er ist aber ein Zürcher und darum spielt er bei Zürich.